Der Standort meiner unterirdischen Höhle ist ungefähr hier. Da muss ich nur noch meine schwarze Lochbombe rausholen und die ganze Welt über... nehmen? Was? Irgend so ein Schwachkopf hat sein Haus direkt auf meinem Geheimversteck gebaut. Oh, hallo. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich bin Manta. Manti. Ein reisender Porträtfotograf. Und ich möchte Sie als mein Motiv. Möchten Sie gern mein Portfolio sehen? Aber klar doch. Na, sieh einer an. Ist der nicht süß? Mensch, sowas von künstlerisch. Oh, Sie müssen unbedingt ein Porträt von meiner kompletten Familie machen. Kommen Sie rein. Warten Sie hier, während ich meine Brut zusammentreibe. Sie kleines Genie. So, und jetzt bleibt ihr in dieser Pose, bis der Rest eurer idiotischen Familie auftaucht. Hoffentlich tut sie es nicht. Und jetzt suche ich den Keller. Wer ist denn der Typ da mit den Strumpfhosen? Der wird jetzt ein Foto von uns machen. Foto? Ich will aber kein Foto von mir. Kameras stehlen einen die Seele. Und jetzt sagen alle, flöhe! Wartet, ohne meine Jungs kann ich kein Foto machen. Ich brauche doch noch den super-duper Meerjungfrau-Mann und den lahmen, schwachen Manta-Rochen. Hey, nimm das, Manta-Rochen. Der ist so dumm. Oh, ich gebe auf. Deine Faustschläge sind einfach zu stark, Meerjungfrau-Mann. So klinge ich doch gar nicht. Manta-Rochen klingt doch nicht so. Oh, hör doch auf, Meerjungfrau-Mann. Du bist so gemein. So, jetzt zeige ich dir mal, was wirklich passiert ist. Krieche vor mir, Meerjungfrau-Wurm! Ich entblöße vor lauter Angst meinen Bauch. Vorsicht mit meiner Manta-Rochen-Figur! Die ist voll selten, weil die keiner haben will! Unmöglich! Ich hatte meinen eigenen Fanclub. Ich meine, ich brauche einen dunklen Raum, um eure Fotos zu entwickeln. Unser Keller ist das dunkelste Haus hier im Raum. Ich fange an, den Knast zu vermissen. Was? Hä? Das ist nicht mein Versteck. Das muss noch tiefer unten sein. Da sind sie ja. Oben warten schon alle gespannt darauf, dass sie fotografieren. Bevor ich euer Familienporträt machen kann, muss ich erst deine Spielfiguren im Boden vergraben. Wieso? Aus Gründen. Na gut, das überzeugt mich. Ich mach mich ans Graben! Er sagte, nicht bewegen! Machen Sie hin! Ich hab nicht so viel Zeit! Na, eigentlich hab ich die schon. Los zur Seite! Sie langweilen mich! Wo ist der Junge hin? Hallo! Hallo! Endlich! Mein Versteck! Alles ist doch so, wie ich es zurückgelassen habe. Kindrochen, du bist auch noch hier. Junge, wenn ich sage, bleib hier, dann bleibst du wohl wirklich hier. Bombe? Hey, Bombe! Bombe? Hierher, Bombi-Bombi! Wonach suchen Sie? Ich suche meine schwarzes Loch-Endzeitbombe. Die ist etwa so groß mit Flossen. Sprengt das gesamte Universum? Ach, die! Wir haben ihr Dingsbombs schon vor Jahren gefunden. Meine schwarzes Loch-Endzeitbombe. Was haben die nur mit dir gemacht? Eine Bombe, genau. Das ist ein Tisch, um Nüsse zu zertrümmern. Der ist perfekt zum Aufhämmern von Seenüssen. So, hier. Nein, tu es nicht. Sagt Käsepuffer. Ups, nicht getroffen. Oh nein.